Ach ja, der gute alte blaue Panzer. Da denkt man einmal, dass man gewinnt und dann nimmt er doch einen Sieg noch vor der Nase weg. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, wie man diesem fliegenden Drecksteil irgendwie ausweichen kann? Ja, und zwar gibt es gleich 14 Möglichkeiten insgesamt, welche ich heute in diesem Video vorstellen werde. Die erste Möglichkeit, einen blauen Panzer auszuweichen, ist recht simpel. Und bei Vorstellen, das hier ist die Hupe und mit der kann man einen ganz easy blauen Panzer zerstören. Einfach das Item richtig mit einsetzen und der blaue Panzer ist schon direkt mal weg vom Fenster. Das zweite Item ist nicht so offensichtlich wie das erste. Wie einige von euch vielleicht wissen, kann man im Mario Kart Wii mit einem Pilz einen blauen Panzer ausweichen. Und auch in Mario Kart Deluxe geht das Ganze. No. Ihr müsst hier einfach den Pilz im richtigen Moment einsetzen. Hier kommt zwar auf richtige Timing drauf an, denn wenn man hier mal durch die Frames durchgehen, seht ihr gut, da man den Pilz einsetzen muss. Und zwar hier, der Panzer dreht sich erst im Kreis über euch, danach zeigt es seine Unterseite und wenn er sich wieder Oberseite zu euch dreht, dann müsst ihr den Pilz einsetzen. Und wenn ihr das genau in dem Moment macht, dann fällt ihr aus der Explosion raus und bei euch passiert gar nichts. Weiter zum nächsten Item. Das nächste Item wäre der Goldpilz und wie auch der normale Pilz, der Goldpilz wieder genau das gleiche. Einfach den Goldpilz wieder genau dann verwenden, wenn der Panzer seine Oberseite zu euch zeigt. Ihr könnt auch theoretisch spammen, aber dann könnte passieren, dass ihr doch das falsche Timing habt und der Panzer euch trotzdem Schaden macht. Das wird auch passiert, aber F an mich an der Stelle. Das vierte Item wäre nun der Stern und ja, muss ich dazu viel sagen, ihr setzt einfach den Stern ein und seid unverwundbar. Wow. Da kann man eigentlich nichts falsch machen mit. Das nächste Item wäre der Buhu. Der funktioniert so ähnlich wie der Stern, er hält nur länger an, macht euch aber dafür nicht unbedingt schneller. Ihr setzt ihn also einfach ein, bevor der blaue Panzer euch trifft und schon bekommt ihr kein Damage. Und der Buhu steht zwar noch ein Item für euch. Ehrenmann Buhu an der Stelle. Ein weiteres Item, mit dem man sich von blauen Panzer retten kann, wäre der Kugelwilli. Ja. Ich habe jetzt mal mit ins Video genommen, obwohl man eher selten auf dem ersten Platz in der Kugel bekommen wird. Wir vom Stern bei Buhu müsst ihr einfach das Item einsetzen, bevor ihr getroffen werdet und schon nehmt ihr direkt keinen Schaden. Und schnell ist der Kugel will ja auch noch. Wie praktisch. So, ein nächstes Item, was noch zu den Pilzen gehört, wäre der Achter. Hier habt ihr nämlich einige Items, insgesamt 8 Stück. Da ist auch ein Pilz dabei, mit dem ihr einfach wieder so wie normalen Pilz einfach easy ausweichen könnt. Das Ganze geht da mit einem normalen Achter, aber es gibt auch noch sehr speziellen Achter, so Pilz-only Achter, mit dem geht es nämlich auch. Und auch hier bei den alten Regeln, wenn der Panzer die obere Seite zu euch runter zeigt, einfach dann einsetzen und schon könnt ihr den blauen Panzer dodgen. Ihr müsst aufpassen, bei einem normalen Achter solltet ihr davor noch alle anderen Items abwerfen, da es was passieren kann, dass der Achter genau so rotiert, dass ihr das falsche Item genau zum Moment einsetzt und deswegen doch getroffen werdet. Und das wäre ziemlich mies. Ein letztes Item haben wir noch und zwar in diesem Fall ein Item, das nicht mehr unbedingt so viel hilft wie die Items davor. Und zwar wäre das der Blitz. Solltet ihr nämlich von einem Blitz erwischt werden, kurz bevor euch der blaue Panzer trifft, seid ihr nämlich weniger lange gestunt, als wenn ihr direkt von einem blauen Panzer gestrikt werdet. Dann könnt ihr mich schneller wieder weiterfahren. Ihr seid zwar danach klein, aber der Schaden des blauen Panzers wäre trotzdem schlimmer als das und wird auch mit dem Schaden vom blauen Panzer deutlich mehr Zeit verlieren. So, das war jetzt mal ein Item. Jetzt kommen wir zu ein paar Techniken, die man verwenden kann, wenn ein blauer Panzer einen treffen sollte. Zum ersten Mal hätten wir hier die offensichtliche Technik und ich nenne sie eigentlich immer Baiten. Ihr baitet einfach den Gegner, indem ihr euch einfach mal zurückfallen lässt auf den zweiten oder dritten Platz und dann, nachdem der Gegner von dem blauen Panzer zerstört wurde, könnt ihr euch ganz chillig wieder den ersten Platz zurückerobern. Ihr müsst nur hierfür oft genug einen Blick auf die Karte werfen, da man meistens schon früher auf der Karte sieht, wenn der blaue Panzer am Anrollen ist und da hat man genug Zeit, sie zurückzufallen zu lassen, insofern mit einem richtig godlike Vorsprung hat. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr hier nicht in die Explosion des blauen Panzers reinfährt, falls der Typ vor euch getroffen werdet, weil sonst bringt euch diese Technik auch gar nichts und ihr verliert nur noch mehr Zeit. Und ja, so dumm es jetzt klingt, aber eine weitere Technik wäre auch einfach, sich von einem anderen Item wie zum Beispiel Banane treffen zu lassen. Das bringt insofern etwas, da ihr so weniger lange gestunt seid. Hier mal kurz der Vergleich, wenn ihr auf eine Banane fährt, verliert ihr so viel Zeit, wenn ihr von einem blauen Panzer getroffen werdet, verliert ihr so viel Zeit. Meiner Meinung nach ein ganz klarer Unterschied und deswegen am besten immer kurz davor für eine Banane fahren oder getroffen werden, durch irgendeine Weise, Blitz, Banane, grüner Panzer, roter Panzer, Bombe, ganz egal. Hauptsache nicht der blaue Panzer. Weil der macht deutlich mehr Zeit weg. Soll es aber mal kein Item geben, das ihr reinfahren könnt, könnt ihr auch einfach in ein Hindernis hineinfahren. Das könnte man nämlich auch machen. Ich zum Beispiel hier gegen eine Kuh gefahren und so sparen sie auch einiges in Stunningzeit, zu dumm es jetzt klingen mag. Aber das ist einfach Mario Kart Deluxe-Logik, da kann man nichts wieder daran ändern. Eine weitere wichtige Technik wäre es auch, sich einfach in den Abgrund zu stürzen, kurz bevor ein blauer Panzer einen trifft. Da gibt es einen zwar wieder ein paar Coins ab, wenn da jemanden aus dem Abgrund rausfischt, aber man kann trotzdem auch wieder schneller weiterfahren. Man muss das Ganze nur gut timen können, weil wenn man jetzt runterfällt, wird man im Sturmfall zweimal getroffen. Man muss mich genau so raufgezogen werden, dass man die Invisible Frames doch von Lakito mitnimmt, dann hätte ich gesagt, gönne die Coins Lakito, du Spastenturm. Für die nächste Technik braucht man jetzt etwas mehr Skill, denn im 2.CM kann man tatsächlich einen blauen Panzer davonfahren sogar. Soll man aber nicht von irgendeinem Dämmler getroffen werden, wie es mir auch häufig passiert, da raste ich immer komplett aus. Genau, okay, wieder kurz vom Ziel und jetzt überholen wieder 15 Leute gegen Bola. Also die erzählen Leute, die können einfach ein ganzes Rennen lang vor den ganzen blauen Panzer davonfahren. Das ist eigentlich ziemlich nice. Habe ich jetzt auch schon probiert, vor allem in meinen Streams auf YouTube jeden Freitag um 16 Uhr. Aber geschafft habe ich es bisher noch nie. Rest in peace an mich. Ein weiterer Trick wäre auch noch, dass man etwas Glück haben muss. Denn ab und zu kann es passieren, dass ein blauer Panzer einen falschen Weg auf einer Map nimmt. Hier haben wir ein gutes Beispiel. Das Yoshi-Tal. Da kann es passieren, dass der blaue Panzer einen falschen Weg nimmt. Und nach mehr als einer Runde, also nach eineinhalb Runden oder sowas, nach einer gewissen Zeit, verschwindet der blaue Panzer tatsächlich und man wird nicht getroffen. Mir ist auch schon mal passiert, aber ich habe nichts aufgenommen. Deswegen werde ich euch mal hier kurz den Clip einblenden. Schon ziemlich
funny, meiner Meinung nach. Und jetzt gibt es noch zur Überraschung zwei kleine extra Tipps oder Techniken, die man noch verwenden kann. Die sind aber nicht speziell zu beeinflussen, die sind einfach ein paar Tricks, die man vielleicht mit auf dem Weg kennen sollte. Zum einen mal, wenn man in der Luft ist, macht der Baupanzer weniger, als wenn man am Boden ist, da man in der Luft zu Boden fällt, insofern man in den Abgrund fliegt. Und wenn darunter Boden ist, kann man direkt mal weiterfahren. Also da stört es einen nicht so viel, wenn man jetzt am Boden getroffen wird. Es spart also auch Zeit, wenn man jetzt in der Luft getroffen wird, insofern unter der Flugpassage im Boden ist. Das kann man jetzt so nicht gut nutzen, aber ja, trotzdem gut zu wissen. Außerdem gibt es auch einen versteckten Stat bei jedem Kart, der angibt, wie lange ein Charakter nach einem Treffen unverwundbar ist. Eine gute Kombination für die beste Unverwundbarkeit wäre hier Yoshi mit dem Bärchenbolei, den GLA-Reifen und dem Papierflieger. Denn die GLA-Reifen haben aus irgendeinem Grund einen erhöhten Unverwundbarkeitsstat und sind daher gerade in toxischen Online-Lobbys, in denen man gegen schwitzige Japaner spielt, eine sehr gute Wahl. Kann ich nur empfehlen. Schieß mir doch fünfmal! Um in Mario Kart besser zu werden, reicht es nicht aus, nur zu wissen, wie man Baumpflanzen ausweicht. Auch Shortcuts spielen nämlich eine entscheidende Rolle. Wollt ihr also besser in Mario Kart werden, dann schaut euch nur dieses Video als nächstes an. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao.